sollte ich je ins Koma fallen und an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen sein, bitte... Bitte was? Ich weiß nicht, ich habe die letzte Seite verlegt. So, Mahlzeit. Herzlich willkommen im zweiten Drittel meines Lebens. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich bin 30 geworden und ich werde ja... Ich entschuldige mich dafür, wie ich schon wieder aussehe im Internet. Also, das wird alles wieder länger, das wird auch wieder roter. Ich bin gar nicht im Bild. Das war Anfang des Jahres den Chirurgen im Weg, zumindest die vordere Hälfte. Die Leute waren vollkommen schockiert. Und als ich dann 2 Wochen später wieder mehr Mensch als Tomate war und festgestellt habe, dass ich nur noch die hintere Hälfte habe, fand ich das dann auch irgendwie affig, nur die zu behalten und hab dann... festgestellt, dass ich auch Glatze ganz gut tragen kann, aber jetzt noch nicht, wenn es nach mir geht. Dafür habe ich dann noch Zeit. Ja, und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich im Wesentlichen damit angefangen, die Siegenaufnahmen endlich fertig zu mischen und den Krempel rauszuhauen, was passiert ist am 18. März, glaube ich. Danach bin ich direkt weitergegangen zu den Notaufnahmen, die gar nicht so grandios gut waren, aber ich habe auch da nochmal komplett drüber gemischt und gemastert für ein Re-Release unter FC-Baum, der auch schon stattgefunden hat. Und danach bin ich weitergegangen zu Seitenbrand, wo die Aufnahmen ein bisschen besser waren, für einen Re-Release unter FC Baum, der auch schon stattgefunden hat. Und jetzt, einmal kannst du raten, ich habe wieder rote Schuhe und das bedeutet, wir kümmern uns um Meta-Inf, wo ich mit dem Mix tatsächlich sehr zufrieden bin, allerdings nicht unbedingt mit dem Ausgangsmaterial in allen Songs, im Speziellen einen Gesang, den habe ich schon neu aufgenommen und 2 Schlagzeuge möchte ich gerne neu aufnehmen und zwar genau hinter dir habe ich endlich meinen Spielplatz wieder. Ich drehe dich mal kurz um. Da in weiter Ferne. Dann wird Meta-Inf nochmal neu released werden unter FC-Baum und dann wird da auch wirklich stehen FC-Baum und nicht irgendwie dieses stilisierte als Dateipfad, weil ich mich vage erinnere an einen Schriftwechsel mit einem Support. Oh, und ich rauche nicht mehr seitdem. Ich wollte eh mit 30 aufhören. Ich bin in der Reha 30 geworden und zum Glück. Und ich habe nochmal Endgegner-Level gehört in voller Albumlänge und es ist... zu meiner Überraschung nicht alles ganz scheiße. Es ist zwar mit Abstand mein schlechtestes Album, bis jetzt. Ich schreibe nämlich wieder und wenn ich mich richtig ins Zeug lege, vielleicht kriege ich noch mal was Wertloseres hin. Aber ich spiele mit dem Gedanken, es trotzdem wieder öffentlich zu machen und vielleicht werde ich das schon gemacht haben, wenn du das hier siehst. Die habe ich übrigens live gesehen dieses Jahr. Das war das einzige Konzert bis jetzt. Yeah, you have a problem on Valentine's Day. Okay, I'll guide you. Pink or blue? Oh, yeah. Oh, wait, leave pink there. Can you do blue on this guy right here and these guys? Can you do a special... Wait. Is that blue? Ich bin immer noch ein wenig durcheinander, aber es geht mir schon besser. So, ich mache zuerst Felddienstag. Wir sind zwar am anderen Ende des Jahres, so ziemlich, aber es gibt trotzdem Leute, die... Heute sind die beiden zusammen. Also dieses... Das ganze Konstrukt hier ist seit gestern auch mit allen Mikros irgendwie angeschlossen und ich habe ein neues Mischpult. Ich habe dann auch gestern Abend hatte ich Social Club Probe und habe da einfach, um dann heute Vormittag reinzuhören, ob ich irgendwie an der Abmischung der Mikros untereinander und zueinander noch irgendwas zu mäkeln habe. Fällt mir gerade ein, tatsächlich ja. So. Das war das erste, was ich in neuen Raum damals aufgenommen hatte. Hier siehst du, da kein Kabel, hier kein Mikro. Seit ich diese Aufnahmen gemacht habe, den Song genau an einem Tag nochmal gespielt, das war gestern. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Möglicherweise schon seit 2 Minuten gesehen, ich jetzt gerade erst. Ich nehme gar nicht auf. An der Stelle darf ich nicht bis auf die 1 warten, weil es an der 4 schon weitergeht. Das muss ich bemerken. Und ich sollte dringend Folgendes üben. Und ich
sollte hier vielleicht ein paar Effekte mehr rausnehmen, dass er nicht andauernd Schluck aufkriegt. Aber auch dieses Becken habe ich ziemlich... Ich glaube, das hatte seinerzeit irgendwas mit der Aufhängung zu tun, dass das einfach mehr geschwungen hat und sich das... Das hört man ziemlich im Originalmix und das nervt mich sehr. Das ist auch ein Grund, warum ich es neu mache. Weil Charlie Baum scheißt der Hund drauf, aber für FC Baum nur das Beste. Wenn ich das nicht sauber hinkriege, die nächsten, keine Ahnung, 5 Versuche, dann cheat ich da einfach. Ist ja egal, das Album ist über 2 Jahre alt. Es wird allerhöchste Zeit für was Neues, weil man muss ja irgendwie 30 Songs pro Jahr outputten, sonst ist man wertlos. Da werde ich anders cheaten, da werde ich nicht den in der Mitte weglassen, sondern den ersten. So, noch einen und dann gehe ich kacken. Ja, irgendeiner von den nächsten 35. Genau, da geht's schon los. Ich würde es begrüßen, wenn er das sein lässt in Zukunft. Ja, den Look wollte ich eigentlich vor 2 Takes ausgemacht haben, aber ich konnte ja nicht damit rechnen, dass die Taste nicht mehr funktioniert. Die hat gelitten unter meiner Euphorie irgendwann vor 100 Jahren. Ein Glück kann ich das Windows-Passwort noch eingeben. Weißt du was, das mache ich jetzt. Anscheinend war es das schon. Und mir fällt gerade ein, mein Bassdrum-Mikro liegt da lose drin und ist gar nicht irgendwie am Stativ, weil das Stativ ist gar nicht hier und ich könnte zwar irgendein Gesangsmikro-Stativ nehmen, habe ich aber vergessen, aber irgendwie klingt es gar nicht so schlimm, deswegen, wenn ihr es keinem verratet. 6, machen wir noch ein. Läuft bei ihm. Alle Effekte sind raus. Und trotzdem nimmt das immer weiter zu mit dem Längen. Ja gut, ich beschließe einfach mal, dass das war jetzt. Mit einer Ausnahme, ich nehme noch ein paar Kicks auf. Von denen, die kommen und gehen und dich nicht verstehen und weiß.
Vor einem Jahr wäre ich jetzt noch eine rauchen gegangen, aber ich rauche ja nicht mehr. Ich habe mir das erfolgreich abgewöhnt mit Hilfe einer kleinen Hirnblutung. So ungefähr sah das aus. Der Vorteil an dem Song hier ist, ich habe den was öfter schon gespielt, weil er eigentlich in keinem Live-Set fehlen darf. Apropos Live-Set, ich trete auch solo wieder auf. In einer kleinen, beschaulichen Stadt, die einen Kiosk und eine Eisdiele hat. Zwei Konzerte diesen Herbst. Von dem einen habe ich schon das Datum, das ist der 30.09. auf der Wisperbühne in HEMA auf den Herbsttagen. Relativ frühen Abend, ich glaube 17 Uhr noch was bis 18 Uhr noch was, eine Stunde Programm. Und das andere ist im Iserlohner Eck, da habe ich das Datum aber noch nicht. Müsste ich mal nachfragen. Auf jeden Fall, die Drummer dafür werde ich hier als übernächstes machen. Als nächstes werde ich 20 Songs einstudieren für Ernte 77, für eine Kölner Deutschpunk-Band, wo ich Drummer werde. Ja gut, warum nicht, ne? In der Zwischenzeit geriet er in Vergessenheit und über die Beflissenheit wuchs die Gewissheit, ich gehör nicht mehr dazu. Und ich war nie so gut. Ich denke auch mal, dafür werde ich mir mein Energie aufmachen. Wenigstens klappte jetzt wieder dieser. Es kann ja auch gar nicht funktionieren, wenn der Venti nicht mehr auf mich zeigt. Das was mit der Screenaufnahme zu tun hat? Wir können es mal ausprobieren. Dann müsst ihr mir einfach mal für einen Moment glauben, dass das da im PC landet. Das hat ja bei Drohnen auch ganz gut geklappt. Weiß nicht, warum es da die Bass immer so eilig hat. Scheiß was drauf, da spiele ich The Rock Show. Abgewöhnt haben, ne? Jetzt, wo du sagst. Bis gleich. Kuckuck. Macht sich ein Nippel selbstständig. Tschüss. Hallo. Aber stimmt, seit ich den Screen nicht mehr aufnehme, ruckelt er nicht mehr. Ist irre. Ich kann dir das ja auch hier mal so hindrehen. Das ist mein Cubase. Er hat es immer zugesagt.
Alter Finne, ja geil. Nicht, seit 2 Jahren draußen und jetzt ist es fertig, so langsam. Lange, also was ich schon seit Jahren wollte, habe ich endlich meine Diskografie einheitlich und chronologisch unter FC Baum. Und dann wird es ein Greatest Hits Album geben. Es gibt auf Bandcamp so Statistiken, da kann ich immer gucken, in welchen Song reingehört wurde und in welchen nicht. Kommt es häufiger vor, dass ich mir denke, ach nee, warum hat er in den Song reingehört oder sie und nicht in einen anderen? Dann wird so ganz langsam aber sicher Richtung neues Material hinauslaufen. Wird seine Zeit brauchen, ich werde mir auch meine Zeit nehmen, aber es passiert wieder was, es geht voran. Ja, da gehe ich jetzt mal keinen rauchen. Von der Geheimratsecke unter dieses Felix-Magath-Dreieck ist so eine kleine Kohle, da wurde die Schädeldecke aufgestanzt, um einen Ansatzpunkt für die Säge zu haben. Möglicherweise wird das in den nächsten Jahrzehnten hier nochmal verknöchern, wahrscheinlich aber nicht. Das heißt, wenn du mir auf die Fresse hauen möchtest, hier bin ich besonders verwundbar. Nur so ein Tipp. Setzen sich aber auch nach Jahren wieder weiter fort. Deswegen spreche ich gerne von offenen Serien, weil zum Beispiel die Serie Periodenzerlegung. Kenny ist derselbe, der er immer war. Nur ist er jetzt eher so etwas wie eine Tomate. Und ich habe keine HD-Schminke mehr drauf, weil scheiß der Hund drauf. Die abonniert mich doch.